Herzlich willkommen, euren Freunde. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also im Duel Tour gab es ja schon immer Doppelkämpfe, ne? Aber im Score Stadium sollten die ja jetzt eigentlich ja neu dazugekommen sein. Oder kommen die erst mit dem nächsten Erweiterungspack? Das fände ich ja irgendwie ein bisschen kacke, oder nicht? Also ich glaube, im Trailer wurde das gezeigt, dass es jetzt Doppelkämpfe gibt in der Liga. Aber da gibt's keine. Ich nehme den Partner mich jetzt schon zum zweiten Mal auf, aber da habe ich dann hier nur ein Einzelturnier gehabt und kein Doppelturnier. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überfragt, Leute. Weil wenn das so ist, dann müssen wir jetzt erstmal hier den Arena-Leiter suchen, der hier irgendwo auf der Insel herumgammelt. Außerdem habe ich heute die Pokémon Presents, beziehungsweise gestern für euch, Pokémon Presents geschaut. Es war ein absoluter Reinfall. Ja, Leute, es war wirklich ein Reinfall. Also, die haben uns ja sowas von hochgehypt. Ne? Die haben gesagt, boah, passt auf, nächste Woche am 24. Da werden wir euch unser größtes Projekt ankündigen. Und was ist es am Ende? Kack, Pokémon. Warte, ich habe das Logo hier. Unite. Ich meine, das hört sich vielleicht ganz in Ordnung an, ja. Aber, Leute, das ist ein MOBA-Spiel. Hier ist die Map. Das ist wie League of Legends. Ist auch von den Leuten, die Riot Games aufgekauft haben. Also League of Legends. Und diese Vasallen, das sind Verlusis. Ich finde zwar in Ordnung, ich finde zwar ganz gut, dass die Pokémon sich dann entwickeln, während sie Level steigen. Du meinst, da wir dann zum Beispiel zum Blutexo und dann zum Blurak, das ist natürlich ganz cool. Aber die haben uns so hoch gehypt, da hinten ist ein Pokéball, den holen wir uns mal eben. Die haben uns so hoch gehypt, ja, und danach kommt so eine Scheiße dabei raus, ne? Das Ganze kommt für Nintendo Switch und Dings hier raus, Handy. iOS und sowas, Android und so, ne? Mobile-Spiel halt. Richtig kacke. Also ich kann wirklich nur wiederholen, wie kacke ich das finde. Dass so ein Rotz ja eine eigene Konferenz bekommt, kann ich nicht verstehen. Zwar. Och, Hilfe, da war Pokémon Café besser, Leute. Ja, gut. So, das war meine Meinung dazu. Über das Spiel werde ich auch erstmal nichts weiteres sagen, bis wir das dann einmal in einem Part dann selbst gespielt haben. Dann kann ich meine Meinung befestigen. Aber so möchte ich jetzt erstmal nichts mehr dazu sagen. Ich habe noch nie ein Video von Nintendo gedisliked, ja. Aber das musste leider sein, Leute. Das musste sein. Das war richtig frech von denen, fand ich. Fand ich echt frech. Habe ich mich richtig verarscht gefühlt von Nintendo. Erst hypen die uns so hoch, ja. Und der Game Freak Präsident, ja. Der kündigt das dann auch noch an. Da denkt man natürlich, ah cool, kommt ein neues, cooles Pokémon-Spiel, ja. Und dann kommt da einfach dieser Rotz, ey. Den keiner haben wollte. Ich weiß noch, ne. Letzte Woche hat er gesagt, oh, auf das Spiel haben so viele gewartet. Oh, da werden alle Fans glücklich sein. Oh mein Gott, ich brauche kein LOL. Kein Pokémon-LOL. Was will ich damit, hallo? Eine Runde geht 10 Minuten, das ist ja zum Kocken. Zum Kacken, Leute. Das ist wirklich frech. Wirklich frech. 11 Minuten über dieses Scheißspiel, ja. Und am Ende kam dann einfach nur, tschüss, das war's, das, tschüss. Das war das, was wir ankündigen wollten. Da habe ich mich echt komplett verarscht gefühlt. Und war richtig. Ich musste echt erstmal nicht mal mit mir anzufangen, ja. Weil das war echt. Das war gemein. Das war echt gemein. So, das sehen auch ganz, ganz viele so. Und ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, ne. Also wenn das Spiel dieses Jahr angekündigt wird, dann kann es eigentlich nur Let's Go sein und nicht vierte Gen. Aber dass jetzt dieser Rotz dabei rausgekommen ist, ja, das war eine Nummer zu viel.
Das war echt. Oh nein, ich wollte hier nicht rein. Nee, abbrechen, abbrechen, danke. Wollte nur gucken, welches Pokémon da ist. So, wir suchen immer noch den Arena-Leiter. Der muss hier ja irgendwo sein. Ich meine, auf der Karte wird uns, glaube ich, nichts angezeigt, wo wir hin sollen. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal da rein. Ja, gut. Das war also über das Spiel. Ah, da. Ah, nee, das ist gar nicht der Arena-Leiter. Los, Slackmon, setz deinen Super-Mega-Giftangriff ein. Ich hab kurz was trinken getrunken. Hey Lin, seit wann stehst du denn da? Trainierst du? Was ich wo und wie mache, geht dir gar nichts an. Geht dich gar nichts an. Vergiss am besten, dass du mich überhaupt hier gesehen hast, okay? Schon wieder eine Ligakarte. Wie viele Ligakarten will die mir noch geben? Man sieht sich und trainiert schon fleißig. Flagmon. Was mit Flagmon jetzt? Okay. Mon? Ja, das frage ich mich auch gerade. Naja. Okay, cool. Haben wir Sephora getroffen? Interessant. Noch eine kleine Story nach hinein. Hier ist aber sonst, glaube ich, nichts. Nee. Okay, tschüss. Nee, du bist kein Arena-Leiter. Lass mich durch. Da. Okay, dann gehen wir mal eben zum Turm. Ne? Am Strand, am Meer. Und gucken mal, ob da irgendwie jemand ist. Denn ein Arenaleiter. Irgendwo muss hier ein Arenaleiter sein. Oh nein, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich nicht rein, Kinder. Luxra, das schaffst du da, oder? Ja, schaffst du das? Dann mach mal Ladungsstoß hier. Sehr gut gemacht, Luxra. Ich bin stolz auf dich. Sehr, 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 sehr gut. So. Da ist nur ein Baum, okay. Ach, hier war das gar nicht mit dem Typen. Warte, dann fliegen wir da eben hin. Dann fliegen wir mal eben hier zum Turm. Vielleicht ist er hier irgendwo. Nee. Oder sie. Ich weiß ja gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau hier ist. Weiß auch überhaupt nicht, wo der sein soll. Düt. Oh, das ist ein Pokéball. Ein bisschen Zink, okay. Ein Ganovil, Tactus. Oh Gott, Urgel. In dich wollte ich auch nicht reinfliegen. Mann. So, Luxra. Was hast du vor? Wollen wir den besiegen? Ja, okay, dann mach Ladungsstoß. Ich habe außerdem heute Spaghetti gemacht, beziehungsweise gestern für euch. Ich habe nur meinen Messbecher noch nicht gefunden. Und habe vielleicht in der Bolognese ein bisschen zu viel Wasser reingemacht. Und deshalb schmeckte die so lala. So lala schmeckte die echt. Aber ich habe keine Ahnung, ey. Wo kann denn so ein Typ sein? Leute. Wo kann denn so ein Typ sein? Oh, das ist ein Raid. Gehen wir mal ganz kurz gucken, was für ein Pokémon. Ich suche immer noch nach einem Sherrox. Denn das fehlt mir noch. Oh, kann ich hier nicht fliegen? Okay. Wir könnten in die Ringbucht gucken gehen. Dann gehen wir von da aus. Okay.
Regenbucht müsste in der Richtung sein. So. Ich könnte natürlich auch auf der Insel da hinten mal eben vorbeischauen. So, komm, mach hier mal B. Dankeschön. Hallo, Toaido. Du kriegst mich nicht. Ha. Daneben, Toaido. Okay, du hast eh schon aufgegeben. Super. So, hier sind nur Raffis. Raffaellos. Hier bin ich noch nie hergefahren, stimmt. Orkan, oh, Orkan ist cool. Orkan ist cool. So, dann fahren wir mal weiter. Bei dem Notfall kann ich hier immer noch, ne? Luchse einsetzen für Toaido, falls es mich hier treffen sollte. Denn ich sehe es nicht. Ah, doch, da. Da kommt es angeschwommen. Naja. Hui, daneben. Hihihihi. So. So, dann schwimmen wir hier mal rein. Ich glaube, in der Ringbucht könnte echt jemand sein. Das ist so ein spezieller Ort. Es wäre möglich. Oh. Hier ist gerade ein unschönes Wetter, würde ich sagen. Unschönes Wetter. Oh, Flucht. Gegen dich will ich jetzt nicht kämpfen. Vielleicht muss ich dann noch mal nachgoogeln, wie man da hinkommt. So, Arenaleiter, wo bist denn du? Hier bist du aber noch nicht. Hier bist du auch nicht. Oh, seltsam. Wo kannst du denn noch sein? In der Kämpfergrotte vielleicht? Oder in dem Focus Forest. Ah, da könnte es auch sein. So, wir gehen mal eben hier hinten gucken. Nicht, dass er hier einfach hier hinten irgendwo steht. Nee, tut er aber nicht. Okay. Gut. Gut. Dann gucken wir mal eben in den Forest rein. Arena leider, wo bist du? Komm zum. Wir können auch erstmal da hinten reingucken. Komm, dann können wir einen Rundgang machen. Dann können wir danach. Nach oh Gott. Mann, ich hasse diese Pokémon hier. So wie das hier. Das hasse ich auch. Warte. Das. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Oh. Hier ist. Auch niemand. Niemand ist hier. Okay. Sind wir auf jeden Fall schön durchgefahren. So, dann gehen wir jetzt in den Forest rein. Ich meine, hier ist eigentlich schon sehr, sehr viel passiert. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand sein wird. Aber ich lasse mich gerne überraschen. So, hier einmal. Ja, wie viele Typen stehen denn hier? Nee, danke. Ich brauche deine abgefahrene Entdeckung jetzt nicht. So. Hier sehe ich noch nichts. Noch niemanden. Da kommen wir zur irgendeiner Bucht. Ist das hier Ringbucht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das ist. Ach, hier sind wir. Strand der Prüfung. Nee, da wollen wir nicht hin. So. Jetzt auch keiner. Da geht's zum Sumpf. Pikachu! Pikachu! Ich konnte das mal früher besser sagen. Och, Alter, als ob da direkt vor mir irgend so ein Vieh spawnt. Ja, Leute, da muss ich mal nächstes Mal mich informieren, wo die Kakis sind und wo man Doppelkampf machen kann. Also, das war ganz, ganz groß. Hallo?
Es wurde doch da gezeigt im Trailer. Es wäre ja wohl eine Blamage, wenn es nicht gehen würde. Mann, 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 Mann. Nervig. Das Spiel ist echt nervig, Leute. So, okay. Dann. Warte, gibt es vielleicht noch einen Ort, den wir vielleicht nicht angesehen haben? Die Inseln da sind zu klein. Oh, da wäre eigentlich nur Fernarchivell oder das hier. Oder das hier. Sollen wir noch da hinten hin? Komm, der letzte Ort. Da gehen wir jetzt noch hin und wenn da keiner ist, ne, dann hasta la vista, Baby. Hasta la vista. Kommt auch schon wieder hier unser Freund. Zu heiduschieren. Aber naja. Bis der da ist, habe ich doch schon längst geschafft. So, hier sieht es aber auch nicht danach aus, dass hier irgendjemand ist, ne? Hm. Leute. Oh, vielleicht im Dojo. Im Dojo habe ich noch nicht nachgeschaut. Komm, gehen wir mal kurz im Dojo nachschauen. Und danach vielleicht noch im Bahnhof. Bahnhof können wir auch noch nachschauen. So. Oh. Zwischenzähne? Nee. Hat zu lange gewartet. Hey Lynn, du hast nicht zufällig Lust mit mir zusammen zu trainieren? Nee, nein. Sorry. Vielleicht, damit hier gleich überhaupt was passiert, drücke ich gleich auf Ja. Bei ihr. Okay, dann zeig mal her. Oh, ein Dateri, cool. Cool. Okay. Ein Dratini, so Meisterchen. Nein. Wollen ja alle kämpfen gegen mich. Porygon, mach Platz. Ja. Das ist ein virtuell Pokémon-Porygon. Es würde mit Hilfe. Aha. Okay. Oh cool, ich habe Porygon erhalten. Lol. Cool. Nice. Dankeschön. Dankeschön für ein Porygon. So. Ne, beenden, danke. Was ist mit dir hier? Hier, komm, was geben? Alles, was ich hab. Ja, hier bitte. Düdüdüd. Oh, Kühlschränke. Okay. Sehr cool. Erinnert mich ein ganz kleines bisschen an meine Pokémon-Villa in Dingsy-Bumsy, wo man auch Sachen kaufen konnte. Könnte ich in einen Automaten aufstellen lassen, an dem man gehaltvolle Getränke kaufen. Wow, haben wir doch da hinten. Mann, Mann, Mann. Leute, ich würde einfach sagen, das war's für heute. Wir haben hier nur Schrott bekommen. Ja, und mit Schrott meine ich hier wirklich Schrott, ja. Der ganze Tag war einfach ein Reinfall. Diese Folge war auch ein Reinfall, finde ich, ja. Hier hat nichts geklappt. Ich habe keinen Doppelkampf erlebt. Ich habe hier gar nichts erlebt, ja. So, ich gehe heute wütend ins Bett. Enttäuscht, wütend. Und tschüss, Pokémon. Tschüss, Leute. Tschüss.